Good morning, La Paz is calling. Es ist extrem laut hier und wir werden diese laute Stadt mal erkunden. Das hinter mir ist übrigens der Plaza Murillo. Hier sind die Regierungsgebäude von La Paz. La Paz ist natürlich der Regierungssitz Boliviens und mit bis zu 4100 Metern der höchstgelegenste Regierungssitz der Erde. So, geschafft. Wieder auf dem Ausblickspunkt hier. Und ja, sieht wieder richtig gut aus. Man ist so in der Mitte vom Tal, aber halt über allen anderen Dächern gefühlt. Ja, ist richtig schön. Wir sind hier am Aussichtspunkt Mirador de Quiqui. So wird das, glaube ich, ausgesprochen in Spanisch. In Deutsch Kili-Kili. Und wir sehen hier ganz gut alle Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel da hinten die Iglesia de San Francisco. Dann gehen wir hier rum. Ich denke mal, das ist der Wirtschaftssektor mit den ganzen Hochhäusern. Das sind wirklich unglaublich viele. Und dann haben wir hier hinten noch das Stadion, was auch sehr beeindruckend aussieht. Und dann ganz zum Schluss, hinter den Wolken versteckt, der schneebedeckte Gipfel. Ich finde, das sieht schon sehr beeindruckend aus. Außerdem leben in La Paz ungefähr 8 Millionen Leute und ihr seht ja, dass die ganzen Häuser bis zu den Spitzen hochgebaut wurden. Also wirklich überall stehen Häuser. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Wir haben gerade hier Großeinkauf im Markt gemacht. 7 Tomaten, eine große Zucchini, dann waren es noch Paprika, 2 Möhren, eine Zwiebel und das alles für 18 Bolivien Peso. Das sind umgerechnet nicht mal 3 Euro. Ja, 2,50 oder so. Ist schon gut. Das sind Empanadas, typische bolivianische gefüllte Teigtaschen. Mal schauen mit was. So, wie es aussieht, sind beide mit Käse gefüllt. Schmeckt gut. Ganz lecker. Es sind auch schon wieder ein paar Stunden ins Land gegangen und jetzt geht's weiter mit Kochen. Mir hat schon alles fertig geschnitten. Und es soll heute Nudeln mit Tomatensauce geben. Das ist also unser Abendessen. Wir haben erstmal versucht, die Tomaten ein bisschen einzukochen, ein bisschen zu verdicken. Und dann haben wir Möhren, Gurke, Zwiebel mit zum Anfang reingeschnippelt. Außerdem noch Paprika und dann Nudeln noch separat reingemacht. An Gewürzen ist nur drin Salz, Knoblauch und Oregano. Und wir hoffen, dass es schmeckt. Schmeckt sehr gut. Das hinter mir ist der Plaza Murillo. Ich glaube, das hinter mir ist der Plaza Murillo.
Das hinter mir ist übrigens der Plaza Murillo.